Die BG Göttingen empfängt am 10. Spieltag der Easy Credit BBL die Bamberg Baskets. Die Gäste aus dem Frankenland in den weißen Trikots kommen mit 2 Siegen in Folge nach Göttingen, liegen aber trotz spektakulärer Spielweise zur Pause knapp mit 46:50 hinten. Nach dem Seitenwechsel ist das Spiel spannend und sehenswert. Spektakulärste Aktion des dritten Viertels, abgeschlossen von Bodie Hume per Alley-oop. Göttingen knapp in Führung. Der lettische Center Karlis Šilins erwischt einen starken Abend und kommt am Ende auf 25 Punkte und 10 Rebounds. Ein sogenanntes Double-Double für den 2-Meter-11-Riesen. Göttingen mit zuletzt 7 Niederlagen in Folge führt im letzten Viertel mit 6 Punkten. Doch Bamberg hier durch Malik Johnson bleibt dran. DeAndre Burns wird mit 23 Punkten zweitbester Scorer des Spiels. Doch Bamberg kommt mit dem starken Trey Woodbury immer wieder zurück. Er ist mit 16 Zählern bester Bamberger, holt dazu noch 7 Rebounds. 6 Minuten 25 vor Ende. Bamberg nur 2 Zähler zurück. Doch Göttingen mit Bodie Hume immer wieder konzentriert, auch in der Schlussphase. Die ist dann hochklassig. 5 Minuten vor Ende bringt Patrick Heckmann Bamberg per Dreier wieder in Führung. Aber Göttingen zeigt mannschaftliche Geschlossenheit. Super Passspiel. Moja Gibson mit dem super schön herausgespielten Dreier zur erneuten Führung für die Veilchen. Crunch Time in Niedersachsen. Heckmann und dann Adrian Johnson im Nachfassen. 81 beide, steht es knapp 3 Minuten vor Spielende. Malik Johnson holt mit diesem Jumper die 83:81 Führung für die Gäste. Doch Göttingen kämpft. DeAndre Burns, 83 beide. Dann noch 40 Sekunden. Umoja Gibson gegen Woodbury. Trotz Foul zur Führung für Göttingen. Auch sein Bonusfreiwurf sitzt kurz darauf. Bamberg kann dann zwar noch verkürzen, hier durch Philipp Stanic, doch schließlich gewinnen die Göttinger in einem tollen Spiel mit 92:85. Es ist der 2. Saisonsieg für die Niedersachsen.